Hallöchen. Endlich mal wieder da hier. Bei Secret of Evermo. Da sind wir nämlich jetzt vom Arena-Kampf hier. Hier hängen nämlich überall die Rüstungen, die man hier anziehen können. Aber wir haben ja schöne Rüstung an. Eine sehr geile. Finde ich mal so. Was gibt es hier noch so? Die Römer-Toga. Und Blatt. Das ist ja geil. Eine Römer-Toga. Die gleich mal auf 28 hochgeht. What the fuck? Sehr geil. Schlangenband bringt das ja nicht. Ja, mal sehen, ob es hier so... Aber wir haben hier einen Hundi. Hundi ist wieder hier. Oh, was ist denn hier noch? Wie geht's noch weiter? Oh, geil. Oh, hier. Oh, hier gibt's Schätze. Feuerfetisch. Da haben wir den Fetisch. Römerhelm. Zauberperle. Zauberperle. Wachs gefunden. Und Wachs. Haben wir mehr gekriegt hier? Oh. Ne, hier nicht. Wie weit sind wir schon? Bei 3-0. Cool. Kleid. Römerhelm. Was? Klammer auf 7 hoch, ey. Feuerfetisch. Auf 26 hoch. Boah. Da besitzen wir jetzt den Fetisch. Wir haben jetzt einen Fetisch. Stimmt. Wollte schon mal schätzen. Hier runter ging's, ne? Ah, hier lang ging's. Genau. Ob wir jetzt überhaupt schon bereit sind für den Kampf da oben? Naja, okay, dann machen wir mal los einfach, ne? Hm, mal sehen. Du wartest hier, Rex. Das ist nichts für dich. Verstehst du? Ich... Und mach ja keinen Ärger. Leck ich Staub. Na, mal sehen, was der Kampf hier für uns bereithält. Ob wir den schaffen? Ui, vielleicht bist du alle. Für den Gladiator-Kampf. Oh Gott, oh Gott. Da sehen wir, wer sterben wird. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Sekunden ist es soweit. Werden Sie Zeuge eines Kampfes um Leben und Tod. Aus den fernen Pandoria kommt an der Vollstrecker des Bösen. Die Verkörperung der dunklen Macht. Der begnadete Meister des Infernos. Vigor der Unzerstörbare. Oh, die Musik. Oh, lol, lol. Cool. Die Musik war gerade cool. Gut. Und hier ist ein Herausforderer. In der linken Ecke, mit einem Kampfgewicht von 50 Pfund, Shoji der Versager. Danke. Gut zu wissen, dass die Zuschauer zu mir halten. Irgendwie erinnert mich das an die Szene an die Arena der besessenen Reinigungsdarm. Sie haben schon um Schminke geprügelt und um Putzzeug. Und ich scheine der Putzlappen zu sein. Das war's dann wohl. Der Kampf kann beginnen. Ich hab mich klar mit 21 gehittet. Okay. Und cool, Freund, Kollege. Damit lassen wir unseren hier aufwerten, unseren Job. Was heißt aufwerten, aber... Was ist denn das? Kommt immer näher. Mal sehen, wann wir unseren Job hier loslassen werden. Oh! Ja, kurz schnell. Krasser Kack. Jetzt! Zack! Nicht getroffen, eins! Yay! Und ich wurde gerade von Müll getroffen und hat neuen Schaden verursacht, der Müll. Tolle Sache. Ich muss den bestimmt hinterrücks treffen, oder? 204. Haha. Oh, der hat mich wieder getroffen. Oder ich geb dir einfach mal eine... Kriegst mal eine Faust, wa? Kriegst mal eine Faust, mein Freund. Bam! Kriegst du eine Faust, ey. Aber nur 7? Das ist ja blöd. Oh Gott. So schnell, ah, festgegangen. Au, oh, Speer. Was? Da kommt sie her hier. Oh, wieder ein Speer. What the fuck? Na toll, du dein scheiß Speeren, ey. Da muss ich doch mal
Ein Blatt bloß. Na, nehmen wir mal sowas gleich. Was Großes. Jetzt. Oh, wow. Oh Gott, oh Gott. Ich brauch doch noch ein Thumbnail. Brauchst du noch von dir, mein Freund? Aha, du steckst fest. Aha. War bestimmt nicht das Thumbnail, war bestimmt nicht. Ah, was? Ich brauch doch noch ein Thumbnail, mein Freund. Ah, du steckst wieder fest. Ah. Och Mann, oh. Gib mir doch mal ein Thumbnail. Aha. Warte, wie er sich mal umdreht. Immer, ne? Das ist ja voll blöd. Auch Mano. Ja, ich mach gleich weiter mit dem Kampf. Ich muss nämlich nochmal so einen Folgen-Thumbnail kriegen, irgendwie so. Machen wir's halt so einfach. Aha. Jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem Kampf. Kann doch nicht sein, so. Mal sehen, ob das was war, das Thumbnail. Mal sehen. Na toll, jetzt machst du das oder was? Ernsthaft? Zack. Irgendwie 100 irgendwas reingelegt. Boah, nicht auch. 27. Na toll. Alter. Ah, bin's fest. Zack. 488 reingegeben, ey. Alter Schawede. Ein bisschen von hinten treffen, okay. Oder so treffen. Nee. Das war ein Laschi-Wurf bloß. Ah, ausgetrickst. Ah. Na komm. Jetzt hab ich wieder aufgeladen. Na? Machst du nicht wohl? Bam. 181. Holen wir uns mal was? Ah, hab ich extra hier hingestellt. Ah, oh Gott. Da waren die Zuschauer schon wieder aktiv. Na kommen sie. Kommen sie. Ja, du bist der größte Blablub. Hast du nicht gesehen. So. 206, mein Freund. Mein Freund, ja. 206, ja. Oh ja, ich kann mir eine Abwehrkräfte verleihen. Also Actimel trinken. Verleiht nämlich Abwehrkräfte. Hahaha, ich weiß, das war ziemlich gut. Bam! Kriegst du mal einen Feuerknüppel. Mit 18. Na toll. Klingt ja voll. Die 18. Oh lololol. Da kommen sie. Oh, warte. Jetzt aber. Müssen nämlich noch mal was loswerden hier. Au. Oh, zum Glück habe ich meine Sperraufladung noch. Das wäre krass gewesen. Jetzt aber. Jetzt. Bäm. Jetzt bin ich der Unzerstörbare. Du hast 1000 Juwelen. Ich war siegreich. Jason. Jason, mal Jason, ich war siegreich. Was jetzt? Shoji hat gewonnen. So sei es. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben dich unterschätzt. Nimm dieses Schwert als Belohnung. Drachentöter. Geiles Schwert. Dankeschön. Aber können Sie mir sagen, wo ich hier eigentlich bin? Und warum bin ich hier? Wie komme ich zurück nach Großostheim? Die Antworten findest du westlich vom großen Fluss. Dort befinden sich die Juwelenaugen der Hundestatue. Mit der Kraft der Juwelen kann dich unser König zurück nach Großostheim bringen. Juwelenaugen? Okay. Warum nicht? Warum nicht? Und das hier ist wirklich mein Hund, ja? Und heilig ist er schon gar nicht. Unser König sagt, dass die Statue mächtige Kräfte hat. Und nur die Augen können diese Kräfte aktivieren. Wir brauchen jemanden mit deinen Fähigkeiten, um die Juwelen der Statue zu finden. Tja, wie sagt L. Cooper in
fliegende Augäpfel im Supermarkt. Ich werde diese Augen finden. Und wenn ich dabei beide Ohren verliere. Auf geht's, Rex. Ah, hier der Herrscher. Sieht etwas maximal pigmentiert aus. Ist das da oben, der Herrscher? Ganz oben? Hast du die Diamanten? Oh ja, noch nicht, mein Meister. Doch ich habe den Abenteurer in Stadt am Fluss eine Belohnung angeboten. Was? Du lässt dieses zurückgebliebene Bauerntöppel nach dem Juwelen suchen? Diese Mission ist äußerst wichtig. Und nicht vom tumpen Proleten zu bewältigen. Wir brauchen einen Helden. Sie mögen nicht schlau sein, doch sie kennen die Gegend ganz genau. Diese Junge sucht auch nach den Juwelenaugen. Wenn er sie findet, wird er etwas Nettes erleben. Ja, was denn? Wir hatten schon einmal Probleme mit diesen kleinen Störenfried Nummer 2. Das hat Gott aufgestoßen. Oh Gott. Sorg dafür, dass es nicht noch einmal passiert. Und halte diesen Hektor von der anderen Flussseite da heraus. Also das war gerade der Herrscher, König. Okay. Und dann. Ich glaube, wir haben hier alles erledigt, Rex. Hinter der Wüste wartet Krotzgrübel auf uns. Wir sollten dort den Fluss überqueren. Dann können wir weiter nach Juwelen suchen. Oh cool. Wir können noch ein bisschen weitermachen. Cool. Hier eine Statue von Igor. Das ist eine Statue vom Igor. Ist ja krass. Ich würde nämlich mal sagen, dass wir mal hier kurz Schluss machen. Das war nämlich schon ein aufregender Kampf. Ich muss ja erstmal wieder jetzt hier kurz zu Kräften kommen. Ey, das sei der Wahnsinn gewesen. Alter, what the fuck. Also, ich danke euch für euer Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's mal gut, ne? Tschüss.